Hallo und herzlich willkommen im Wald. Für meine Stammzuschauer kurz ein kleiner Hinweis. Das hier ist jetzt mehr im Vortragsstil, weniger im gemütlichen Palaverstil, als ich das sonst meistens mache und daher bitte nicht verwirrt sein. Ist mal eine Ausnahme, weil mal auch ganz ehrlich eine gewisse politische, kommunalpolitische Agenda ausnahmsweise auch mal dahinter steht. So, und damit noch einmal hallo und herzlich willkommen im Wald. Es handelt sich hier um ein Stück vom Schwarzwald. Ich bin also nicht in Heiligenstadt ansässig, bin aber dazu zitiert worden, um mir dort auch mal entsprechend ein Bild zu machen und mir den Wald anzuschauen, hinsichtlich eben der Frage, ob und wenn ja, wie viel, vor allen Dingen letzteres ist die zentrale Frage, man im Stadtwald Heiligenstadt denn jetzt nun den Wald sich selbst überlassen möchte. Und ich habe dazu sehr eindeutig eine Meinung, nämlich ein Teil sicherlich ist auf keinen Fall verkehrt, nur allzu groß braucht dieser Teil meiner Meinung nach, und das ist eine fachlich fundierte Meinung, wenn ich das kurz anmerken darf, nicht zu sein. Ja? Mein Name ist Benjamin Tüxen, ich habe einen Master of Science in Forst- und Holzwissenschaften, bin also der Ausbildung nach, wenn man so möchte, Forstwissenschaftler. Anders als ein Forstwirtschaftler betrachtet die Forstwissenschaft mehr so das große ganze Waldökosystem, also auch mehr ein bisschen einen größeren Schwerpunkt auf die biologischen, ökologischen, zoologischen, geomorphologischen und welche Vorgänge auch immer sie im Wald entsprechend betrachten wollen. Ist eine sehr vielfältige Wissenschaft, sehr breit gefächert und hat eben zum Ziel, das grundsätzliche Verständnis von Waldökosystemen und auch deren Bewirtschaftung, ja, das ist schon auch ein Thema, wenn auch nicht das Zentrale, zu verstehen letztendlich. Genau darum geht's. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich so tue. Ich versuche eben den Wald zu verstehen und dieses Verständnis dann gerne entsprechend weiterzugeben. Und das ist eben auch mein Job, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, wie bin ich nach Heiligenstadt gekommen? Ich wurde gefragt, ob ich mir das nicht mal entsprechend anschauen möchte. Und das habe ich entsprechend getan. Einmal auf eigene Faust, dann einmal mit Olaf Schäfer, dem entsprechenden Gründer der Initiative, die eben gerne möchte, dass nicht allzu viel Wald unter Schutz gestellt wird bzw. aus der Nutzung genommen wird. Und dann auch nochmal mit dem Herrn Bäume, dem entsprechenden Revierförster für die Teile des Waldes, um den es primär geht, beim eben aus der Nutzung nehmen, beim eventuellen aus der Nutzung nehmen. Also ich war durchaus mit qualifizierten Leuten da entsprechend unterwegs und konnte so auch gerade das, dadurch, dass auch der Revierförster uns da einiges gezeigt hat, mir doch einen sehr guten Eindruck vom Wald entsprechend machen und dann auch nochmal auf eigene Faust unterwegs sein. Da Sie den Heiligenstädter Wald vermutlich kennen, wenn Sie jetzt persönlich betroffen sind von der Thematik, werden Sie auch mitbekommen haben, dass es da eben Flächen gibt, die derzeit nicht so schön aussehen. Insbesondere die ehemaligen größtenteils Fichtenflächen sehen sehr schlimm aus. Die ehemals größtenteils Kiefernflächen sehen zum Teil nicht wirklich besser aus. Die Buche hat an manchen Stellen auch gewisse Blattverluste. Das hat sie deutschlandweit. Es gibt also keinen Flecken, wo man sagen könnte, man hat da irgendwie die Buche so unglaublich gut behandelt, dass man sofort sehen kann, da geht es der Buche gut. Und der allgemein gerne mal angenommene Trugschluss, sobald man die Buche nicht bewirtschaftet, würde sie besser aussehen, als wenn man sie bewirtschaftet, das stimmt so nicht. Das können Sie sich, gerade wenn Sie in Heiligenstadt ansässig sind, wunderbar im Hainich angucken, denn das ist ein Urwald in Anführungszeichen. Viel urwaldigere Gebiete werden wir in Deutschland nirgendwo finden können und sicherlich das buchenurwaldigste Gebiet, das Deutschland zu bieten hat, ist der Hainich. So, und was haben wir da auch? Auch Waldschäden durch Trockenheit und auch an Buche. Also ganz so einfach ist es dann halt nicht. So, jetzt mag eben aufkommen die Idee, dass man doch vielleicht den Wald eben entsprechend sich selbst überlässt, damit die Natur der bessere Förster quasi sein kann und das Management übernimmt und der Wald damit zu, das ist ein beliebter Begriff, zum Urwald von morgen entsprechend
entsprechend wird. Die ganze Urwaldentwicklung im Buchenwald dürfte in etwa circa 300 bis 500 Jahre in Anspruch nehmen. Das werden wir also und auch unsere Enkel vermutlich nicht mehr erleben, dass da wirklich ein Urwald draus entsteht, wenn man sagt, man stellt ihn jetzt eben entsprechend dahingehend unter Schutz, dass man einfach die Käseglocke drüber macht und schlicht und ergreifend sagt, man macht da nichts mehr. Der Fachterminus dazu in der Naturschutzdebatte ist Prozessschutz. Das ist ein recht modernes Konzept des Naturschutzes und auch das, was sämtliche Nationalparke, auch die, zwischen denen sie wohnen, nämlich der Harz und der Hainich zum Beispiel, jeweils genau so machen. Wäre also durchaus was, was eine gewisse Popularität besitzt, was auch eine durchaus vorhandene Berechtigung hat, absolut. Und ich sitze hier selber gerade auch in einem Wald, den man unter einen solchen Prozessschutz gestellt hat. Er ist kein Schutzgebiet im engeren Sinne, man darf ihn also noch betreten. Das wäre dann bei Ihnen in Heiligenstadt vermutlich auch so, dass da kein Totalreservat draus wird mit Betretungsverbot, sondern lediglich ein Wald, in dem die Axt ruht, so wie hier der Bereich, in dem ich hier sitze. So, wir nehmen jetzt spaßeshalber einfach mal an, wir würden entsprechend große Teile des Stadtwalds Heiligenstadt entsprechend unter eine solche Käseglocke, wie gerade beschrieben, packen. Dann hätten wir etwas, was sich als natürliche Sukzession bezeichnen lässt, und zwar die von Buchenwäldern. Denn ihr Stadtwald, und das ist auch gut so, besteht zu fast 3/4, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber ich blende Ihnen dazu mein kleines Kuchendiagramm ein, aus Buche tatsächlich. Das ist schon sehr nah dran, das muss Ihnen klar sein, an der natürlichen Vegetation, die da auch dann vorzufinden wäre, wenn wir Menschen es dort niemals, uns Menschen es dort niemals gegeben hätte. Davon gehen zumindest die maßgeblichen Ökologen und Pflanzensoziologen, das ist das entsprechende Fachgebiet in der Botanik, sehr stark aus. So, und die Entwicklung eines solchen Buchenwaldes, wenn Sie ihn jetzt sich selbst überlassen, ist zunächst mal, dass der sogenannte Buchenhallenbestand entsprechend entsteht. Solche gibt es schon viele bei Ihnen im Stadtwald, und wenn Sie da den einen oder anderen mal aufsuchen möchten, gerne auch eben entsprechend im Rahmen einer Führung, die es hoffentlich in nächster Zeit dann vielleicht bei Ihnen im Wald auch mal geben wird, dann werden Sie sehen, das sieht toll aus. Und an so einem Buchenhallenbestand ist erstmal nichts auszusetzen, aber dieser Begriff Halle definiert sich einfach dadurch, dass Sie enorm hohe Bäume haben, die einen enorm hohen Kronenansatz haben, und in dieser Halle aus Buchen, auch Buchendom gerne genannt, befindet sich halt sonst nun mal nicht viel außer Buche. Im Idealfall und bei noch einem gewissen Lichteinfall und einer angepassten Wilddichte, das junge Buchen auch gerne mal wegfuttert, werden Sie am Boden weitere Buchen finden können. Also oben die große Halle, unten am Boden stehen die Baumkinder, wenn Sie so wollen. Und diesen Zustand wird der Buchenwald, wenn man nichts tut, erstmal beibehalten, und das für die nächsten circa 200 Jahre. Dann wird es wahrscheinlich langsam losgehen. Spätestens dann, wohlgemerkt, kommt auf die Situation an, wie sich das Klima entwickelt, wie sich die Böden entwickeln. Das kann kein Mensch so genau vorhersagen. Es sind halt doch recht lange Zeiträume, mit denen wir im Forst grundsätzlich arbeiten müssen. Auch in der Forstwissenschaft selbstverständlich. Und wir werden dann wahrscheinlich die ersten Bäume haben, die absterben. Natürlich, das ist auch durchaus nicht verkehrt und durchaus nicht schlecht, denn wenn ein Baumleben endet, dann gibt es halt zig andere Organismen, die kein Baum sind, die stattdessen die Führung übernehmen und den Baum als ja, totes Holz quasi letztendlich beleben. Ja, das sind vor allen Dingen totholzbewohnende Insekten, das sind eine Vielzahl an sich von Totholz ernährenden Pilzen, muss man sagen, und dazu kommen dann Höhlenbrüter oder andere Tiere, die eben Baumhöhlen gerne als Rückzugsort nutzen. Das kann dann also zum Beispiel auch ein Siebenschläfer oder sogar die Wildkatze sein, die hin und wieder, wenn sie eine große Baumhöhle finden kann, sich da auch schon durchaus mal gerne reinlegt. Das ist also alles ganz wunderbar und alles ganz toll, nur beachten Sie bitte Folgendes. Ein natürlicher Buchenwald besteht ganz natürlich, und das ist durchaus das, was Sie kriegen, wenn Sie die Natur machen lassen, eben aus Buche.
von der Pflanzenseite her. Sie kriegen weiterhin noch ein paar Frühjahrsblüher, die nur dann da sind, wenn der Winter vorbei ist, die Buche aber noch nicht ihr Laub ausgefahren hat und damit sehr viel Schatten auf den Boden wirft, sodass kein weiteres Pflanzenwachstum für alles andere außer Buche. Und eine Besonderheit, die bei Ihnen im Stadtwald auch vorkommt, nämlich der Eibe, mehr möglich ist. Ja, also nur im Frühjahr werden Sie saftiges Grün, das nicht der Buche zur Buche gehört, am Boden entsprechend antreffen können. Und den Rest des Jahres steht da Buche. Im Sommer Buche, im Herbst Buche, goldene Buche wohlgemerkt, sehr schön anzusehen. Aber das ist im Wirtschaftswald übrigens nicht anders. Und im Winter haben Sie kahle Buche, drunter noch mehr kleine kahle Buche. Was steht da sonst? Nichts. Ja? Das muss Ihnen klar sein. Ja, die Biodiversität im Buchen-Urwald ist hoch, aber auch diese Biodiversität muss sich erstmal einstellen. Und das dürfte auch mal ungefähr 100, also bis zu einem wirklich hohen Grad an Biodiversität dürfte das noch mal gut 100 Jahre dauern, bis die Biodiversität dieses nun halbwegs alten Buchenwaldes, die eines normalen bewirtschafteten Buchenwaldes, der aus Jahrzehnten der Altersklassenbewirtschaftung aus der DDR-Zeit eben entsprechend herausstammt. Ich sage jetzt nicht, dass das besonders schlecht gewesen ist. Man hat vieles unterschiedliche ausprobiert im Laufe der Zeit. Man hat bezüglich Wald vor 209 Jahren, um genau zu sein, auch nicht die Weisheit sofort mit dem Löffel gefressen, als man die Forstwissenschaft erfunden hat und sich überhaupt erst Gedanken gemacht hat, wie man denn den Wald bewirtschaften soll und wie nicht. Und dementsprechend ist da viel passiert, was nicht immer schlau war. Rückwirkend wird man auch bestätigen können, dass es nicht besonders schlau gewesen sein mag, so sehr auf die Fichte zu vertrauen, wie man das vor 100, 150, 200 oder auch vor 300 Jahren, wenn Sie so wollen, entsprechend getan hat und die ganzen Wälder, die damals sehr, 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 sehr wenig vorhanden waren und sehr licht und teilweise komplett verschwunden waren, eben wieder aufgeforstet hat mit der einen Baumart, die problemlos sich aufforsten lässt, unter allen Bedingungen, jederzeit, damals zumindest, sehr gut wächst im Anwuchsstadium, und das ist nun mal die Fichte. Die kann man auch problemlos säen, indem man einfach händeweise Fichtensaatgut in den Wald wirft. Das hat es einfach gemacht, ja, und sie wächst sehr schnell. Sie liefert gutes Bauholz für alle Anwendungen zu gebrauchen. Wenn Sie damit nicht bauen wollen, dann können Sie es auch verheizen, Sie können es zur Spanplatte verarbeiten, Sie können im Grunde alles mitmachen. Es schwimmt auch. Man hat damals ja auch noch nicht den großen Traktor gehabt, mit dem man das Zeug relativ einfach aus dem Wald rausbekommt, sondern man musste es zum Beispiel über Aufstauen von Bächen aus dem Wald rausspülen, und solche Sachen haben da einfach eine Rolle gespielt. Es herrschte Holznot, als man angefangen hat, die Fichte zu pflanzen. Zuletzt wurden viele Fichten gepflanzt nach dem Zweiten Weltkrieg. Da herrschte wiederum Holznot, weil nun mal ist es so in Deutschland, völlig egal, wo Sie sich befinden, dass die eine natürliche Ressource, die wir in größeren Mengen zur Verfügung stellen können und die nachwächst, eben Holz ist. Ja? Was haben wir sonst an natürlichen Ressourcen, die irgendwie nachwachsen? Mal jetzt abgesehen von Sonne, Wind und so einem Zeug. Ja? Stoffliche Ressourcen. Holz. Deutschland ist nämlich sogar ein Waldland mit fast 33% der Landesfläche inzwischen, die als Wald klassifiziert ist. Da müssen jetzt nicht immer zwingend viele Bäume gerade stehen. Wenn da jetzt momentan gerade ein Wald umgeworfen wurde, dann bleibt die Fläche immer noch Wald. Nur sind die Bäume, die draufstehen, halt derzeit nur so hoch. Ja, also ökologisch betrachtet ist das immer noch ein Wald. Und das wird auch wieder Wald werden. Lassen Sie sich jetzt bitte auch nicht dahingehend verwirren, dass irgendjemand erzählt, da sind jetzt alle Bäume umgefallen, das ist jetzt tot, da wird jetzt nie wieder Wald wachsen. Das wird schon irgendwann wieder so sein. Die Frage ist nur, wann? Ja? Nehmen wir mal an, wir würden die entsprechend kahlen Hänge in Heiligenstadt jetzt käseglockenmäßig unter Schutz stellen, dann wird der Prozess der Wiederbewaldung entsprechend viel länger dauern, als wenn man da entsprechend mithilft, nachhilft und irgendwelche Bäumchen vorpflanzt und denen, die natürlich vorkommen, beziehungsweise natürlich hochzukommen, versuchen, einfach dahingehend hilft, dass man entweder die Wilddichte reduziert oder einen Zaun drum macht, damit Rehe, die das sehr gerne tun, eben entsprechend auch nicht an den jetzt wertvolleren und leckereren Laubbäumchen, die dann hoffentlich hochkommen werden, entsprechend herumknabbern können. Das spielt also alles so eine gewisse Rolle. Aber zurück zum
natürlichen Buchenwald, den wir ja jetzt bekommen, wenn wir da entsprechend die Käseglocke drüber machen. Ich habe ja schon gesagt, so artenreich ist der nicht und die Vielfalt an anderen Baumarten ist nahezu gleich null. Es mag sein, dass hier und da mal noch eine einzelne Linde drin steht, eine einzelne Eiche sich rein verirrt. Vielleicht haben sie hier und da sogar mal eine Tanne, wäre auch denkbar. Aber es gibt auch so ein paar besondere Bäumchen, die dann gerne mal in Heiligenstadt etwas häufiger sind. Ich habe zum Beispiel gefunden, relativ viel, und das ist was Schönes, Ulme, sehr selten geworden, hatte vor Jahren eine schwere Krankheit und erholt sich jetzt sehr langsam wieder, aber es gibt welche bei ihnen. Die Elsbeere, eine sehr seltene, sehr wertvolle Holzart, ökologisch überaus bereichernd für jeden Wald, in dem sie vorkommt. Sie haben alle drei Ahornarten, habe ich gesehen. Gut, der Spitzahorn ist ein bisschen selten, aber Feldahorn gibt es auf den Randstandorten. Der Bergahorn kommt überall hoch, wo man ihn lässt, wo er entsprechend nicht vom Reh gefressen wird. Und eine enorme Vielfalt ist theoretisch denkbar, aber auch hier wieder nicht im Buchenhallenbestand, sondern erst nach Zusammenbrechen des Buchenwaldes. Wenn das dann in 200-300 Jahren der Fall ist, dann werden einige davon vielleicht aufkommen, wenn sie dann in der näheren Umgebung überhaupt vorkommen, weil sonst können sie da auch nicht hinkommen. Die Reichweiten, mit der sich so ein Baum fortbewegt, sind eben nun mal relativ begrenzt. So, aber wichtig bei Prozessschutz ist immer, wenn Sie einen hochproduktiven Buchenstandort nicht schützen wollen, weil der gleichzeitig noch einen Haufen nachwachsender Rohstoff Holz entsprechend zur Verfügung stellt, könnte man stattdessen eben die nicht so hochproduktiven Buchenwaldstandorte unter Schutz stellen, was schon zum Teil passiert ist, was man sicherlich noch ein wenig ausweiten könnte. Das wäre also durchaus eine Möglichkeit, da einen Kompromiss zu finden. Es heißt ja jetzt nicht nur Wirtschaftswald oder nur Naturschutzwald, meinetwegen, sondern es ist sehr wohl möglich, da einen vernünftigen Kompromiss auszuhandeln, und das wäre eine Sache, die Sie dann demnächst vielleicht eventuell beschließen mögen im Gemeinderat oder vielleicht auch eben als Bürger von Heiligenstadt sich dort einbringen mögen, je nachdem, für was Sie dann persönlich mehr Sympathie aufbauen können. Aber die Randecken, die Hänge, ja, ihre Kalkhänge vor allen Dingen, das ist was ganz Besonderes. Das gibt es deutschlandweit auch nicht besonders viel. Und da haben Sie, auch wenn Sie da natürlichen Buchenwald haben, gleichzeitig einfach dadurch, dass die Buche dort im Rande ihres natürlichen Verbreitungsgebiets ist, dass sie dort automatisch schwächer ist, automatisch kürzer bleibt, automatisch bisschen Schwierigkeiten hat, sich wirklich zu etablieren und auch nicht eine so riesige Krone ausbilden kann, wie sie das eben kann, wenn sie auf sehr guten Standorten, das sind ihre jeweiligen Bergkuppen, da haben sie Lösslehm und solche Späße, das ist hervorragender Boden und wirklich enorm leistungsfähig, wo man in kurzer Zeit auch enorme Holzzuwächse erzielen kann und damit auch entsprechend wirtschaftlich interessant und ökologisch interessant, weil man muss nicht auf Böden, die ohnehin nur kaum Holzwachstum hergeben, wirklich noch Bäume fällen, sondern man kann Bäume eben da fällen, wo das ökologisch sinnvoll, weil enorm zuwachsträchtig entsprechend ist. Und gleichzeitig sind das eben auch die Böden, wo sie wenig Biodiversität haben, während sie auf ihren armen Kalk hängen noch Orchideen drunter haben, noch die Lunizera xylosteum drunter haben. Das müsste die wilde Heckenkirsche sein. Ich weiß immer nicht, wie die auf Deutsch heißt. Ich schreibe sie Ihnen unten hin. Sie haben die Eibe unter der Buche. Gerade das ist eine ganz, ganz gewaltige Besonderheit, aber dazu kommen wir auch noch ein wenig. Sie haben eine enorme Vielfalt verschiedenster Gräser, verschiedenster Weinsacher, krautiger Pflanzen, und das eben nicht nur im Frühjahr, wenn die Zeit der Frühjahrsblüher da ist, sondern auch im Hochsommer ist da jede Menge Interessantes zu finden. Und gleichzeitig haben Sie, wenn Sie ein Stückchen weiter reingehen in den Wald, ein Stückchen weiter weg vom Hang, auch hochproduktive, wirklich wunderschöne Buchenwälder, die man trotzdem eben entsprechend in Hangnähe noch mit in dieses Schutzgebiet hinein
hineinnehmen kann und sie bekommen einen wunderbaren Wald zum Spazierengehen, der ohnehin schon recht frequentiert ist von verschiedenen Wanderwegen, wo sich auch das Wild bereits daran gewöhnt hat, dass dort viele Wanderer unterwegs sind. Und es ist eigentlich im Grunde für jeden nur ein Gewinn, wenn man sagt, da macht das Sinn, den Wald aus der Bewirtschaftung zu nehmen und sich eben auf die hochproduktiveren Flächen zu konzentrieren. Aber sie erhalten fast keinen Mehrwert, wenn man jetzt sagt, man nimmt die hochproduktiven Buchenbestände eben auch aus der Nutzung. Ja? Denn was sie an Biodiversität in den hohen, hochproduktiven Beständen bekommen, haben sie ja auch bereits entsprechend an den Hangwäldern. Ja? Ich habe an dieser Stelle jetzt vielleicht, damit wir wirklich wissen, wovon wir reden, zwei kleine Einspieler. Einmal die Negativbeispiele, wo der Wald in Heiligenstadt tatsächlich nicht so schön aussieht. Und dazu ein paar Anmerkungen. Und danach gibt es noch Positivbeispiele, wo sie einen Wirtschaftswald haben, der auch schon lange Wirtschaftswald ist und mindestens seit entsprechend der Wende so in Bewirtschaftung ist, dass er so jetzt aussieht, wie er aussieht, und so wird er auch weiterhin aussehen, wenn man ihn dann in Bewirtschaftung lässt. Mit letzterem möchte ich vor allen Dingen einfach darauf hinweisen, dass ein schöner Wald nicht zwingend einer ist, der nicht in Bewirtschaftung sich befindet, sondern Bewirtschaftung und ästhetische Schönheit und Erholungsnutzen von Wäldern lässt sich wunderbar miteinander kombinieren und integrieren. Jetzt schauen Sie sich bitte erstmal diese beiden Einspiele an, wenn Sie dann mögen, dann geht's weiter. Von Ferne können Sie schon erahnen, tote Fichtenwälder. Ist nichts Neues in Deutschland, ist ein Anblick, den man überall sieht, auch wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, in beliebiger Richtung, irgendwo wird man tote Fichtenwälder entsprechend finden, deshalb auch in Heiligenstadt sind sie halt nun mal vorhanden. Es ist ebenfalls nichts Neues, dass inzwischen niemand, der mal Wald wirklich gelernt hat, noch auf die Idee kommen würde, entsprechende Monokulturen von Fichte oder Kiefer irgendwo hinzusetzen. Das hat man damals wohl gemacht, ich hatte es kurz erwähnt, aber diese Zeiten sind absolut vorbei und was wir hier schön sehen können, ist auch der Grund dafür, dass das vorbei ist. Monokulturen einer Baumart, ein angepasster Schädling. Oder entsprechend, wenn es sich auch noch um Bäume handelt, die dazu neigen, relativ anfällig gegen Wind zu sein, dann hat man sehr schnell Bilder, wie sie sich uns hier eben entsprechend darstellen. Zwar gibt es auf manchen Flächen bereits wieder etwas Grün unten drunter, was schön ist, aber insgesamt ist das etwas, was viele Wälder Deutschlands noch aufholen müssen, solche Bestände noch in größeren Mengen aufweisen. In Heiligenstadt sind die ja schon weitestgehend weg. Das ist wichtig. Es ist also nicht die Ist-Situation, sondern lediglich Relikte von das war mal früher. Die Ist-Situation stellt sich folgendermaßen dar. Und starten tun wir auch gleich mit einem Positivbeispiel, und zwar dieser Methusalem-Buche. Methusaleme sind Bäume, die über 140 Jahre alt sind, was bei dieser wirklich gewaltigen, gigantischen Buche mit Sicherheit der Fall sein wird. Sie dominiert den gesamten Wald, ihren kompletten Kronenraum, ist sie die Herrscherin des Waldes, drunter jede Menge Buchenverjüngung, wahrscheinlich sogar noch entsprechend ein wenig versorgt vom Altbaum, eine wirklich herausragende Einzelbuche. Sowas zeigt ja auch einfach, dass es hier offensichtlich schon immer in diesem Wald Forstmänner gegeben haben wird, die eben gesagt haben, das lassen wir stehen, das lassen wir alle stehen, hier lassen wir was stehen, da lassen wir was stehen, und keineswegs immer nur Abholzen im Vordergrund gestanden hat. Anders kann sich so ein Waldbild keinesfalls entwickeln. Auch hier, das war mal ein gleichförmiger Altersklassenwald und sieht inzwischen schon wieder viel strukturreicher aus, sehr durchmischt und ist ein wunderschöner, also optisch gibt es da nun wirklich nichts auszusetzen, aber trotzdem auch ein Wirtschaftswald. Also es muss nicht ein Widerspruch sein, dass man Waldwirtschaft und Waldästhetik und auch Naturschutz
kann man durchaus auf einer und derselben Fläche stattfinden lassen. Hier die Eibenwälder, von denen ich bereits gesprochen habe. Eiben unter Buche sind so ziemlich das Einzige, was überhaupt unter Buche existieren kann, weil es doch sehr schattig wird unterm dichten Buchenschirm. Und die Eibe ist eben in der Lage, diesen Schatten über Jahrhunderte zu ertragen und darauf zu warten, dass da oben vielleicht eine deutlich kurzlebigere Buche mal umkippt. So eine Eibe, 500-600 Jahre, gut. Ja, es soll auch ältere Exemplare geben. Buche, bei der ist halt mit 300 ungefähr Schluss. Und dann schlägt der Moment der Eibe. Aber was man dazu wissen muss, das ist wirklich wichtig. Auch eine Eibe braucht ein bisschen Licht. Und was auffällt, wenn wir uns hier die Eibenbestände anschauen, wir haben keine Verjüngung am Boden. Wir haben wohl diese alten Eiben, die entsprechend viel höher auch gar nicht werden, aber keine Mini-Eiben unten drunter. Und dafür bräuchten wir wirklich ein klein wenig Licht. Bis jetzt die Buchen, die ja auch noch alle relativ jung sind, absterben, ist es fraglich, ob es dann diesen Eibenwald noch weiterhin geben wird. Jetzt kann man natürlich sagen, das wäre dann der Wille der Natur, aber es wäre verdammt schade um die Eiben, um diese Besonderheit, die eben so fast nirgends so schön und so eindrucksvoll eben zu sehen ist. Ein solch toller Bucheneibenwald entsprechend. Wäre sehr schade. Ja? Also ein Miteinander, darauf wollte ich im Wesentlichen nur hinaus, ist durchaus möglich und auch Stand der Forschung. Das wird Ihnen jeder forstwissenschaftliche Kollege von mir auch bestätigen können. Was bei uns in der Forstwissenschaft und auch in der Forstbewirtschaftung natürlich immer eine wesentliche Rolle spielt, ist die Generationenfrage. Die Generationenfrage bedeutet, wenn ein Förster oder ein Forstwirt oder irgendein Waldbesitzer oder jemand, der im Wald irgendwas zu tun und zu sagen und zu melden hat, sich einen Baum hinstellt. Ja? Dann wird er diesen vielleicht noch ein wenig aufwachsen sehen und im hohen Alter mit 80 oder 90 Jahren vielleicht dann noch mal einmal vorbeischauen können und feststellen, dass der Baum gut gewachsen ist und gut dasteht. Der ist dann aber höchstens halb so alt wie das Alter, was er haben sollte, wenn man ihn sinnvollerweise umschneidet, falls man ihn dann umschneidet. Die Entscheidung, ob und wann und wie der dann nun entsprechend genutzt werden kann oder soll, obliegt dann der nächsten Generation oder je nach Baumart sogar der übernächsten. Und deswegen ist dieses Generationendenken und dieses Denken auch in sehr langen Zeiträumen etwas, was essentiell für jede Form der Waldbewirtschaftung oder auch der Forstwissenschaft und des Nachdenkens über den Wald ist. Sie können da einfach nicht kurzfristige Entscheidungen fällen. Sie müssen immer in enorm langen Zeiträumen zu denken versuchen. Und ein zentrales Element eben dieser Denkweise ist es, wenn Sie für die Zukunft möglichst gut vorplanen wollen und möglichst das zur Verfügung stellen wollen, was dann in Zukunft möglicherweise gebraucht wird, dann können Sie nur eins tun, und zwar setzen Sie auf Vielfalt. Je mehr Möglichkeiten da sind, je mehr Baumarten da sind, desto sicherer ist es, dass Sie noch mindestens ein paar Baumarten haben werden, die mit den Bedingungen in der Zukunft, die wir jetzt unmöglich korrekt vorhersagen können. Wir haben ein paar Ideen, die paar Ideen mögen auch nicht schlecht sein, aber genau wissen wir es nicht, was kommt. Das weiß niemand und das kann man ja auch gar nicht wissen, weil wäre schön, ne? Könnte man enorm Geld mitverdienen, wenn man genau wüsste, was die Zukunft so bringt. Und ja, wenn Sie Vielfalt haben und es ereignet sich beispielsweise irgendeine Katastrophe mit einem Buchenborkenkäfer, den es jetzt so in dieser Form noch nicht im schlimmen Zustand gibt. Ja, also ein Borkenkäfer, der Buche im nennenswerten Umfang tötet, so noch nicht da, aber da kein Mensch weiß, ob es nicht vielleicht mal irgendwann einen solchen Käfer geben wird, ob nicht irgendein Käfer aus zum Beispiel Afrika oder woher auch immer mal mit einem Bananentransport nach Deutschland kommt oder ein paar von diesen Käfern, werden schon mehr als ein Dampfer sein müssen, mindestens zwei, also ein Pärchen, und feststellt, boah, die Buche kann ja gar nichts gegen mich tun, aber Buche schmeckt lecker, ich befall jetzt die Buche und schwuppdiwupp haben wir eine riesen Buchenkalamität in Deutschland, die unsere gesamten Buchenwälder
Naja, ich würde nicht sagen, dass es so weit kommt, dass die Buche ausstirbt, aber doch so stark schwächt, dass wir massive Verluste an Waldfläche entsprechend haben werden. So, haben Sie jetzt nur Buchenwälder und nur auf diese eine dominante, von Natur aus dominante, ja, aber auch von Natur aus kann es zu Massenaussterben kommen, Baumart gesetzt, dann werden Sie mit Sicherheit bald keinen entsprechenden Wald mehr haben, sollte es zu sowas kommen. Ja? Haben Sie aber darunter noch Ahorn, dann fällt zwar die Buche aus, aber der Ahorn wächst hoch. Haben Sie darunter noch Elsbeere, dann fällt von mir aus Buche und Ahorn aus, aber die Elsbeere wächst hoch. Haben Sie darunter noch eine Schicht Eiben, dann kann alles andere ausfallen, aber die Eibe wächst hoch. Und so weiter. Je mehr Vielfalt man entsprechend im Wald hat, desto besser ist das, wenn man sicher gehen möchte, dass auch die Zukunft die Entscheidung in Zukunft eine Entscheidungsmöglichkeit da ist, wie man mit dem Wald weiter umgehen soll. Vielleicht kann man in Zukunft dann auch sagen, okay, wir haben jetzt so viel technologischen Fortschritt erlebt, dass wir inzwischen kein Holz mehr brauchen, dass wir diese ökologisch wertvolle, aber auch eben nun mal kommerziell wertvolle Ressource Holz zum Häuserbauen, zum Möbelbauen und so weiter und so fort einfach weniger oder nur noch gezielt benötigen. Dann können wir in Zukunft sicherlich sagen, ja, dann lasst uns mehr Wälder unter Schutz stellen und die Wälder das machen lassen, was sie halt eben nun mal tun, wenn wir gar nicht da wären. Das können wir dann in Zukunft sicherlich guten Gewissens sagen. Das Problem ist, wenn wir jetzt sagen, wir wollen den Wald nicht mehr nutzen, dann tun wir das genau in der Zeit, in der meiner Meinung nach eine wesentliche Frage gestellt werden muss, nämlich, ja, was sollen denn die Ressourcen der Zukunft sein? Und man muss sich auch fragen, um nochmal auf diese Generationensache zurückzukommen, was für einen Wald wir denn den nächsten Generationen hinterlassen wollen. Das ist nicht nur eine forstliche Frage, das ist auch eine Frage von jedem, der zum Beispiel einen Stadt- oder Gemeindewald mit sein eigen nennt. Denn ein Gemeinde- oder Stadtwald ist eben der Wald der entsprechenden Bürger, der entsprechenden Gemeinde oder Stadt. Und damit auch ihrer, logischerweise. Ja, und dann müssen auch Sie sich eben mit der Frage beschäftigen, welchen Wald Sie den nächsten Generationen entsprechend hinterlassen wollen. Und das kann einmal sein, ein nicht angetasteter Wald, der sich zwar völlig frei entwickeln kann, aber gleichzeitig werden die nächsten Generationen das Problem haben, wo sie denn Holz herkriegen, sofern sie dann Holz benötigen. Selbstverständlich kann man auch im Plastikhaus mit Plastikmöbeln oder Betonmöbeln im Betonhaus oder einer Kombination aus beidem sogar ganz hervorragend seine Existenz irgendwie verrichten. Ja? Aber ich persönlich stelle mir das nicht schön vor. Ich finde Holz als Rohstoff, ja, auch als Material, sowohl im Wald stehender Form, wunderbar, aber eben auch als nachhaltiger, nachwachsender, ökologisch wertvoller, CO2-speichernder Baustoff ist Holz einfach unglaublich interessant und wird eben ein Thema sein, wenn wir, falls wir dann das wollen, aber wenn wir irgendwann mal von fossilen Energieträgern, fossilen auch Baustoffen, Plastik zum Beispiel, entsprechend runterkommen wollen, dann müssen wir irgendwas finden, was langfristig nachhaltig, und die Nachhaltigkeit ist übrigens eine Erfindung vom Forst und übrigens auch, vielleicht ist das interessant, eine ostdeutsche Erfindung, stammt aus Sachsen, von Hans Karl von Karlowitz, 1713 müsste das gewesen sein, könnte auch 1723 gewesen sein, hat er zum ersten Mal diese Idee des nur so viel Nutzen wie nachwächst für die Waldbewirtschaftung aufgebracht und auch den Begriff Nachhaltigkeit übrigens zum ersten Mal so eine nachhaltende Nutzung eigentlich verwendet. Gab es bis dahin so noch nicht. Ja? So, aber ja, das ist eben die Frage, was wollen wir hinterlassen für die nächsten Generationen? Denn wenn man jetzt sagt, man stellt den Wald unter Schutz, klar, da steht dann immer noch Holz. Aber sollten die nachfolgenden Generationen dann irgendwann mal aus Not, weil sie Holz benötigen, ja, und Holz nicht aus China importieren können und Holz auch nicht aus Osteuropa importieren können, weil beispielsweise, nur malen wir mal den Teufel an die Wand, machen wir doch mal, eventuell die politische Situation in Europa es nicht zulässt, die Grenzen entsprechend geschlossen sind, zum Beispiel wegen einer Viruspandemie, und Holztransport über diese Grenzen erst recht dann erstmal keine Priorität hat, dann wird es vielleicht ein Thema sein oder sonstige Katastrophen dazu führen, dass
gewisse Handelswege einfach eingeschränkt sind, dann wird es ein Thema sein, dass man eigene Ressourcen im eigenen Land benötigen wird. Und was kann Deutschland da liefern? Ja, Holz, wunderbar. Holz funktioniert wirklich sehr gut bei uns. Wir haben enorme Erfahrungen in der Bereitstellung von Holz. Wir haben die Forstwissenschaft erfunden. Kein Wald ist so lange unter professionell wissenschaftlich begleiteter Bewirtschaftung wie der deutsche. Das war nicht immer alles ideal. Aber inzwischen sind wir sicherlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Viele Leute kommen nach Deutschland, um bei uns das Forsthandwerk entsprechend zu lernen. Viele Leute aus anderen Ländern vor allen Dingen. Und wir gelten immer mehr als Beispiel für gute Forstwirtschaft. Und gerade unsere Forstwirtschaft ist eine der nachhaltigsten, die Sie auf dem Planeten finden werden. Es wird grundsätzlich nie, auch wenn es manchmal vielleicht so aussehen mag, das ist saumäßig schwierig einzuschätzen, wenn Holz am Wegesrand liegt. Ja, riesige Polter von Holz. Ist das viel? Ist das wenig? Sieht viel aus. Ist gemessen an dem, was im Wald steht, aber immer noch wenig. Und vor allen Dingen, es wird nie mehr Holz genutzt, als im gleichen Zeitraum entsprechend nachwachsen kann. Und wenn dann irgendeine Wiebke oder ein Lothar oder ein sonstiger Sturm entsprechende Sturmschäden anrichtet, dann muss halt hinterher weniger Holz genutzt werden in den folgenden Jahren, weil es dann zu einer außerordentlichen Nutzung durch eben solche Sturmschäden gekommen ist oder eben, wie jetzt gerade, durch den Borkenkäfer, der eben massive Schäden in der Fichte angerichtet hat und ihren eingangs mal irgendwann erwähnten geringen Fichtenanteil von 15% inzwischen wahrscheinlich auf 5% oder, das ist jetzt eine pessimistische Schätzung, vielleicht sind es auch noch 7, entsprechend reduziert haben dürfte. Ja? Aber gerade am Schicksal der Fichte kann man schön sehen, was passiert, wenn man auf eine Baumart setzt. Und das dürften doch wirklich inzwischen viele Leute kapiert haben, glaube ich. Da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Monokultur nicht unbedingt gut. Jetzt ist die Buche allein. Auch eine Monokultur, wenn auch eine natürliche, aber das Problem ist dasselbe. Und beachten Sie Folgendes, es ist der Natur schnurzpiep egal, ob da sämtliche Bäume verrecken und irgendwas anderes da wächst. Die Natur bewertet nicht, das interessiert die überhaupt nicht. Für uns wäre es aber ein Thema, dass wir eventuell Wald behalten mögen, allein weil wir den Wald gern haben, weil wir eben die Ressourcen benötigen, weil wir den Schatten benötigen, weil wir den guten Waldboden als Schwamm benötigen, um Regen aufzufangen, der unter Umständen auch mal knapp werden kann. Denken Sie an 2018 oder 2019. 2020 hat es bei Ihnen jetzt genug geregnet, das weiß ich wohl auch. Aber in anderen Regionen von Deutschland sieht es auch 2020 immer noch sehr, sehr, sehr trocken aus. Und wenn man da nicht einen vernünftigen Wald, einen großen Wald mit großen saugfähigen Waldbodenkörper entsprechend da hat, dann ist das mit Sicherheit eine Schwierigkeit. Lassen Sie mich mit aller Deutlichkeit sagen, Holznutzung ist derzeit wahrscheinlich, ja, mit aller höchster Wahrscheinlichkeit völlig alternativlos. Irgendwo muss Holz herkommen, weil Holz muss genutzt werden, weil nur Holz wächst nach und liefert Baustoff in der Menge, dass wir da wirklich, wirklich mit rechnen können. Sie können keinen Bambus, der einigermaßen schnell wächst, in Mitteleuropa anbauen, sonst wäre das auch eine Option. Man kann vieles mit sonstigen Nutzpflanzen, die aber auch Ackerfläche brauchen, die wir aber auch irgendwann für Nahrung benötigen werden, insbesondere wenn wir sagen, wir wollen mehr Biolandwirtschaft, was gut ist. Ja, aber dann müssen wir auch mehr Fläche zur Verfügung stellen, weil konventionelle Hochleistungslandwirtschaft eben weniger Fläche benötigt und sobald wir mehr Bio haben, brauchen wir wieder mehr Fläche. Ja? Weniger Produktivität bei gleichem Platzbedarf ist gleich größerer Platzbedarf bei gleicher Nahrungsmenge, die nun mal benötigt wird. Und das ist genau dasselbe mit dem Holz. Bei steigender Bevölkerungszahl, bei steigendem Anspruch an die Wahl unserer Rohstoffe. Ja, wenn wir also sagen, weniger Plastik, weniger Beton von mir aus und selbst Beton wird knapp, da Sand, der zum Beton verarbeitet werden kann, tatsächlich inzwischen auch knapp und teuer geworden ist, muss man gegebenenfalls noch mal ein bisschen recherchieren, wenn man sich diesbezüglich schlau machen möchte. Aber wir sind mehr, wir wollen jetzt auf nachhaltige Ressourcen setzen, das heißt, wir brauchen Holz. Ja, das ist völlig unverzichtbar, dass wir Holz brauchen werden. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, um an Holz zu kommen. Möglichkeit Nummer 1, wir nutzen unseren Wald vor der Haustür.
verantwortungsvoll, ethisch, moralisch korrekt, wie ich finde. Man sollte immer erst vor der eigenen Haustür kehren, bevor man irgendwo anders anfängt. Dann können wir gegebenenfalls, aber auch nur dann, wirklich auch den Moralapostel raushängen lassen und sagen, die Brasilianer dürfen kein Holz mehr nützen und müssen ihren Regenwald stehen lassen. Weil wenn wir sagen, ja okay, wir nutzen keinen Wald, wir lassen unseren Wald ja auch stehen, die importieren alles Holz, das wir brauchen, von irgendwo anders, dann wird das, glaube ich, schwieriger, zum Beispiel einen Regenwald retten zu wollen. Die Rettung des Regenwaldes, so viel kann ich Ihnen auch schon mal verraten, wäre durchaus was, was uns global irgendwie nicht am Herzen liegen würde. Da gibt es nämlich so eine Kleinigkeit, die Wälder produzieren, die sich Sauerstoff nennt. Ja, nicht ganz unwichtig, das Zeug. Entweder Holz importieren oder Holz selber nutzen. Wenn man Holz importiert, hat man keine Ahnung, aus was für einem Raubbau an der Natur dieses Holz stammt. Mag sein, dass bei uns im Forst nicht immer alles perfekt läuft. Ja? Nennen Sie mir irgendeinen Beruf, in dem das funktioniert. Oder irgendeinen Industrieproduktionszweig, in dem immer alles perfekt läuft. Das gibt es nicht. Ja, natürlich nicht. In Ihrem Job, was immer das sein mag, wird auch nicht immer alles perfekt laufen. Und das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Und das Problem ist halt eben, im Wald sieht es jeder. Das ist halt öffentlich zugänglicher Raum. Ja, wenn Sie schön ein Firmengelände haben und ein schönes Zäunchen drumherum, dann sieht da keiner, wenn da irgendwie Scheiße gebaut wird. Oder siehe Fleischproduktion beispielsweise. Ne? Irgendwelche lustigen Wilke-Wurstwaren und so ein Zeug. Heißen die so? Ich glaube, die hießen so. Kriegt kein Mensch mit. Im Wald ist halt alles öffentlich. Man kann da gar nichts vertuschen, wenn man da was vertuschen wollte. Wenn der Förster Mist baut, dann sehen es alle. Das ist nun mal so. Das bedeutet nicht, dass der Förster besonders viel Mist baut oder mehr Mist baut als andere. Ich würde sagen, eher im Gegenteil. Aber das ist halt einfach ein bisschen schwierig, auch manchmal im Umgang. Und was auch nochmal ein Problem ist, ich weiß nicht, was Ihr Beruf ist, aber ich halte es grundsätzlich für wichtig, dass wir ein bisschen mehr darauf vertrauen, dass man halt eben denjenigen, der für eine bestimmte Fragestellung der Experte ist, dem dann auch glaubt. Ja, wenn Sie Zahnschmerzen haben, gehen Sie zum Zahnarzt und nicht zum Hufschmied. Jedenfalls nicht mehr. Wenn Sie eine Herz-OP nötig haben, dann gehen Sie zum Herzchirurg und nicht zu Tante Emma mit ihrem Tante-Emma-Laden. Oder sonst was. Ja, und wenn man es halt nun mal mit Fragen des Waldes zu tun hat, dann sollte man halt vielleicht auch nicht unbedingt zu Tante Emma gehen und auch nicht unbedingt zum Hufschmied und vielleicht auch nicht zum Zahnarzt und selbst zum Herzchirurg nicht, sondern zum Förster. Weil der macht sein Leben lang, im Idealfall, und das ist bei vielen Kollegen tatsächlich so, nichts anderes als im Wald rumrennen. Und glauben Sie bloß nicht, dass nur weil das im Wald rumrennen, das der Förster tut, auch das Auszeichnen und Fällen lassen von Bäumen beinhaltet, dem der Wald nicht am Herzen lege. Ja? Sie rennen nicht den ganzen Tag im Wald rum und das ihr Leben lang, weil Sie den Wald nicht leiden können und ihn gerne abholzen wollen. Das kommt nicht vor. Werden wir mal konkret. Angenommen, man legt den Wald jetzt nicht großflächig still. Ja, was macht man denn dann? Da gibt es durchaus Kompromisse. Man braucht nicht den ganzen Wald nutzen, genauso wenig wie man den ganzen Wald stilllegen zu braucht. Das hatte ich schon erwähnt. Wir legen also nur einen Teil still, einen schönen Teil, einen besonders erholungssuchenden, ja, konformen Teil mit einfach den schönen Waldbildern, die besonders viel Freude machen, wenn man durchläuft. Theoretisch könnte man auch irgendeine relativ langweilige Buchenmonokultur, die eben noch aus der Altersklassenwaldbewirtschaftung stammt, auch stilllegen, aber da können Sie in den nächsten 50 Jahren zwar auch drin spazieren gehen, aber es ist einfach nicht schön. Ja, es ist nichts Besonderes. Sie finden da keinen Schmetterling, Sie sehen da keine Bienchen rumfliegen, Sie werden da wahrscheinlich nur in großer Ferne mal einen Specht hören können, Sie hören garantiert kein Uhu. All das haben Sie in den Flächen, die jetzt von Ihrem Förster vorgeschlagen sind, zum Beispiel stillzulegen und dort der Natur etwas zurückzugeben, das haben Sie da sehr wohl. Ja, das nur mal am Rande angemerkt. So, zweite Sache, wo man durchaus einen Kompromiss finden kann, ist, ich habe es aufgeschrieben, das leidige Thema mit den Rückegassen. Für diejenigen, die das nicht wissen, eine Rückegasse ist quasi eine kleine Schneise im Wald, im Durchschnitt etwa 4 bis 5 Meter breit, sowas um den Dreh. Ja, je nachdem, manchmal auch ein Ticken breiter, kommt drauf an. Und auf dieser Schneise fährt dann halt das schwere Gerät. Irgendein schweres Gerät brauchen Sie in jedem Fall.
Selbst wenn Sie mit Pferd unterwegs sind und Pferderücken betreiben, heißt mit dem Pferd die einzelnen Stämme aus dem Wald rausziehen. Das kann man schon auch machen. Das kostet natürlich mehr Geld als eine große Maschine, beziehungsweise eine große Maschine schon teurer als ein Pferd, aber die schafft halt viel mehr Holz in der gleichen Zeit. Ja? Und wenn Sie mit dem Pferd arbeiten, das Pferd muss auch die Stämme ja irgendwie aus dem Wald rausziehen. Und das große Problem ist ja oft nicht, den Baum zu fällen, da wo er steht. Das können Sie im Zweifel motormanuell mit der Motorsäge, mit dem guten alten Forstwirt machen. Ja, da brauchen Sie keinen riesigen Roboter-Harvest dafür. Das schafft auch ein gut ausgebildetes Fachpersonal. Das ist überhaupt nicht die Schwierigkeit. Das Problem ist, das Holz muss irgendwie da wieder raus. Und wenn Sie jetzt den Stamm quer durch den Wald schleifen, angenommen Sie hätten 20 Pferde, die Sie vorne dran spannen, und gerade wenn wir alte Buchen ernten wollen, die sind wahnsinnig schwer. Buche ist ein hartes, schweres Holz. Das ist super schwer, die Dinger. Und dann braucht man wirklich viele, viele Pferde. Die Dimensionen, die so ein Pferd ziehen kann, die liegen so bei etwa 1,5 Tonnen kurzfristig. Langfristig soll es mit deutlich weniger arbeiten. Da braucht man wirklich viele Pferde für eine Buche oder viele Fuhren hin und her, wenn man die Buche entsprechend klein schneidet. Dann können Sie aber zum Beispiel schon mal keinen großen Balken mehr draus machen, weil Sie die Buche vorher klein geschnitten haben. Wird schwierig. Also jedenfalls kein Massivholzbalken. Selbst dann haben Sie das Problem, der Stamm muss durch den Wald. Und wenn Sie den einfach so über den Waldboden zerren, dann kriegen Sie auch Bodenverwundungen. Dann reißen Sie sämtliche kleinen Jungpflanzen aus, die an dieser Stelle wachsen. Die werden alle mitgeschleift. Dieser Buchenstamm funktioniert wie ein Pflug, den Sie durch den Wald ziehen und alles ausreißen, was da halt so da ist. Man möchte das versuchen zu vermeiden. Das ist einer der positiven Aspekte, den man wirklich im Hinterkopf behalten muss, wenn man sich über Rückegassen aufregt, die halt mitunter ein Jahr vielleicht nicht besonders schön aussehen. Oft auch nur ein halbes Jahr, danach sind sie wieder grün. Das wächst zu. Ja? Wenn Sie sich mal drüber aufregen, machen Sie ein Foto von der entsprechenden Rückegasse. Von mir aus beschweren Sie sich auch gerne. Das müssen Sie ja nicht bei mir machen, dementsprechend. aber seien Sie so fair, kommen Sie ein halbes Jahr später wieder und gucken sich das Ding nochmal an. Wird anders aussehen. Verspreche ich Ihnen, wird anders aussehen. Das ist halt einfach wieder dieser forstliche Zeithorizont. Bei Ihnen im Garten, wenn dann ein halbes Jahr lang was scheiße aussieht, pardon, aber sagen wir es wie es ist, dann ist das schlecht. Im Wald, das ist keine Zeit, das ist überhaupt keine Zeit. Wir rechnen in Jahrzehnten und selbst das ist eigentlich zu wenig, wenn wir noch naturgemäßer Forstwirtschaft betreiben wollten, was nicht geht, weil irgendwann muss das Holz halt doch mal da sein, dann müssten wir eigentlich in Jahrhunderten denken oder in 50 Jahresabständen. Ein halbes Jahr ist nichts. Und das sind einfach andere Denkweisen zwischen Forstmann und jedem anderen, mehr oder weniger. Es sei denn, Sie haben auch einen Beruf, wo man in Jahrzehnten planen und denken muss. So, wir kommen zum Ende. Leider ist inzwischen das Licht weg, deshalb muss ich mich jetzt gerade ein bisschen anders hinhocken, damit die Kamera mich noch erkennt. Ich kann nicht ganz verstehen, warum man ausgerechnet im Stadtwald Heiligenstadt, der ein Musterbeispiel für naturnah, so naturnah wie es geht, nämlich mit der einen wirklich naturgemäß dort vorkommenden Baumart, bewirtschafteten Wald, ausgerechnet in so einem, der eigentlich ein Beispiel für, ich sag mal, zwei Drittel der restlichen Waldfläche von Deutschland sein kann. Ein mögliches Beispiel. Ja? Also mit viel, viel Buche und vergleichsweise wenigen geldbringenden Nebenbaumarten. Mit Buche kann man auch schon durchaus Geld verdienen, das geht auch, aber es gäbe noch ein paar Möglichkeiten, noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen, zum Beispiel mit Nuss. Eine Nuss ist was sehr Wertvolles. Wäre bei Ihnen jetzt zum Beispiel noch nicht da, könnte man ja in der Zukunft möglicherweise mal einen Test machen, ob die denn dann wachsen würde. Ja, zumindest so geht man vor, dass man es erstmal ausprobiert und dann sieht man es ja. Aber Sie haben so viele Möglichkeiten und es ist schon so vieles so richtig. Und es ist ein so schönes Beispiel für naturgemäße Waldwirtschaft. Ja, es ist einfach nur ein winziger Schritt in Anführungszeichen an noch natürlicherem Wald, wenn man den aus der Nutzung rausnimmt. Und dieser winzige Schritt, dieses bisschen noch natürlicher, kostet erstens einen Haufen Geld und zweitens beraubt es uns vieler wertvoller Ressourcen, die man eben anstatt von Plastik und Beton für Bauvorhaben und Ähnliches verwenden kann. Und deswegen
Na, wenn Sie jetzt einen Fichtenwald dastehen hätten und sagen, den machen wir jetzt platt und die entstehende Kahlfläche, die lassen wir jetzt, die stellen wir jetzt unter Naturschutz und da machen wir nichts mehr und warten, was sich da entwickelt. Dafür hätte ich ja echt noch ein gewisses Verständnis. Aber ausgerechnet einen funktionierenden, super naturgemäße Forstwirtschaft aus der Nutzung nehmen zu wollen oder zumindest großflächig, ja, nicht die ganze, das ist klar, ich hoffe, das ist deutlich geworden, das verstehe ich einfach nicht. Und da fehlt mir dann auch einfach fachlich gesehen die Grundlage für. Können sie natürlich trotzdem machen, ist ja ihr Wald letztendlich. Und ich kann sie sowieso nicht aufhalten. Ich bin ja noch nicht mal aus Heiligenstadt. Aber ja, einfach weil das fachlich aus meiner Sicht doch ein Fehler wäre, einfach schlicht und ergreifend ein Fehler, wollte ich jetzt eben meine Meinung entsprechend kundtun. Ja. Und dann wäre vielleicht noch interessant zu sagen, da Sie mich möglicherweise ja eben nicht länger weiter kennen, wenn Sie noch nicht weitere meiner Videos gesehen haben. Ich bin in keiner Partei, ich bin in keinem Verein, Verband oder sonstigem, auch an keiner irgendwie dem Staat oder einer sonstigen Institution, die Interesse daran hätte, mir Geld zu geben, angestellten Position. Ja, ich bin selbstständig, freiberuflich selbstständig. Und bin letztendlich nur mir selbst Rechenschaft schuldig. Und das, was ich hier erzähle, entspricht einfach allein meiner Meinung. Da ist also keinerlei weiteres Geld oder weiterer Einfluss irgendwie vorhanden gewesen. Das können Sie mir jetzt natürlich glauben oder halt eben nicht. Dann kann ich es schwer verhindern. Und bevor jetzt das Licht dann komplett weg ist, Mann, das ist echt dunkel geworden. Übrigens eine Eigenschaft von buchendominierten Wäldern, dass die, wenn dann nicht allzu viel Licht scheint, tatsächlich sehr dunkel sind. Das wird dann für eine Kamera schon ein bisschen schwierig. Dann darf ich mich auf jeden Fall herzlich bedanken. Falls Sie sich mit YouTube nicht auskennen, also das ist diese Seite, auf der Sie dieses Video hier geguckt haben, Sie finden direkt unter dem Video noch einen Kasten, das ist die sogenannte Videobeschreibung, da stehen noch weiterführende Informationen und Links drin. Und noch weiter unten finden Sie die Kommentarspalte, da kann jeder, der sich einen entsprechenden Account bei Google zugelegt hat, einen Kommentar verfassen, um mich wissen zu lassen, was er oder sie eben entsprechend von diesem Video hält oder sonstige Mitteilungen zu machen. Ja, das könnte vielleicht eventuell interessant sein, da auch noch mal reinzuschauen. Möglicherweise. Ja, das sind so die denkbaren weiteren Schritte, nachdem Sie das jetzt hier gesehen haben. Nochmal vielen herzlichen Dank. War mir eine Freude, dass Sie mir zugehört haben und dann sehen wir uns vielleicht ja auch irgendwann mal im Wald bei Heiligenstadt. Auf Wiedersehen.